Ich schreibe die Lieder alle aus meiner Position, die eigentlich immer gleich ist, nämlich ich zu Hause von meinem PC. Ich glaube, ein kreativer Prozess ist wie jeder Wachstumsprozess sehr vielen Schlenkerern und Kurven unterworfen. Ich glaube, keiner weiß, wie die Zukunft wird. Es gibt wenig Ressourcen, die sich vermehren, wenn man Gebrauch von ihnen macht. Und ich glaube, sowas wie Lebensfreude, sowas wie Empathie, wenn man das teilt, wird es eigentlich mehr. Und ja, es ist auch bis jetzt schön. Und auch wenn sich's ändert, gibt es eine andere Form von Leben, die schön sein wird. Konzert 2019, immer als letztes Spiel. Der Grund ist einfach, weil ich am liebsten damit nach Hause gehe. Mit dem Gefühl, was das erzeugt, ich kann es nicht beschreiben, aber es macht irgendwas mit mir, jedes Mal. Es erinnert mich daran, wie ich es geschrieben habe. Und das war zur Geburt meines Sohnes. Und ich habe das Gefühl, wenn man selber am zerbrechlichsten ist, hat man vielleicht auch den größten Zugriff zu irgendwelchen verborgenen Tiefen und Stärken. In diesem Gefühl habe ich das Lied geschrieben. Das heißt Keramik. Schau der Nacht, sie holt heimlich durch das Vorhalt. Aus deinem harten Sonnenschein. Wie soll ich denn bloß meine Hände? Auf der ganzen Welt, Migros. Prost! Prost! Prost!